Hallo Leute, willkommen zurück zu Dinecraft hier auf der City Build. Ich bin nochmal vor der Fight Club Arena. Ich sehe auch jetzt gerade erst, dass das so ein Drache ist. Ist mir noch nie aufgefallen. Aber cool. So, wir gehen mal rein. Ich bin mal gespannt, weil es sind jetzt 118 Spieler online und das nutze ich mal ein bisschen für Werbung aus. Also für mein Hotel. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die hier überhaupt angezeigt wird. Das weiß ich gar nicht. Dann wäre das natürlich blöd, aber egal. Werbung. Wie hatte ich es denn? Ich glaube so. Freie Zimmer im Dein Hotel. $200 pro Woche. /SMS. Danger. Zockt LP. Krieg ich da noch ein Smiley hin? Nehmen wir denn für eine Farbe? Ach, ich nehme jetzt irgendeine, keine Ahnung, was dabei rauskommt. Ne, warte mal, ich glaube, das ist grau. 7. Ja, passt. Oh ja, das funktioniert. Das wird hier angezeigt. Freie Zimmer im Dein Hotel, $200 pro Woche, SMS Danger zockt LP. Okay. Ach, so weiß ist das. Jetzt geht's aber ab. Was habt ihr denn? Was kann ich? Während Turnier erstmal Werbung machen. Genau, hast es erkannt. Na, was denn los? Bei Großveranstaltungen macht man Werbung. Kann ich? Ich weiß nicht. Meint er jetzt, dass er ein Hotel braucht? Übrigens kann man auch hier draufklicken und dann direkt antworten. Was meinst du? Ich gehe aber schon mal nach Hause. Der hat's voll erkannt, was meine Absicht war. Der zockt das. So, ein bisschen. Ah, Wolle habe ich noch. Egal, doch nicht. Okay. Ja, sinnlos. Also, entweder willst du ein Zimmer oder nicht. Ich muss auch sagen, es ist ja schön und gut, dass die Leute mich anschreiben, mir sagen, was sie von den Videos halten. Finde ich völlig in Ordnung. Aber es gibt da dann auch Leute, die dann ständig, wenn ich online bin, fragen, na, wie geht's, hallo, hi. Und einfach nur hi zum Beispiel. Ich meine, wenn ich euch sehe, ich bück mich doch schon und grüße. Und es ist ja auch nicht so, wenn ich jetzt gerade hier sehe, dass hier Leute sind, dass ich dann einfach mit so einem öffentlichen Chat schreibe. Aber wenn ich online komme und jeder schreibt mir hi, dann komme ich nicht mehr zum Zocken. Also nicht böse sein. Oh, ich freue mich immer, wenn ihr Feedback gibt. Was wollte ich? Genau. Da muss ich nicht runter für. Aber wenn es zum Spam ausartet, dann bin ich da überhaupt kein Fan von. Also ich sehe das dann schon so ein bisschen als Spam. Was? Ach so, gegen die. Nicht böse sein. Habt da ein bisschen Verständnis für. So, es gibt natürlich für meine Besuche jetzt auch noch einen roten Teppich. Oh, ich brauche da einiges mehr. Oh. Oh. Oder vielleicht komme ich so besser. Nee, komme ich nicht. Oh Mann. Das war's schon wieder. Ah, ich brauche eh noch ein bisschen mehr. Komm. Für oben ja auch noch. Ja. So, ne, da vorne ist da weg. Oder mache ich es vielleicht so? Ja, das finde ich ganz gut, dass man hier noch so ein bisschen, ja, so einen Rand hat sozusagen. Und hier so. Weiß ich jetzt gar nicht. Oder lasse ich es gerade einfach. Ja, man muss ja immer gucken, dass es gut aussieht, ne? Ja, ich finde gerade irgendwie an der Stelle sogar besser, weil hier so die Ecken, das kommt irgendwie blöd. So, Treppen geht ja leider nicht. Und hier habe ich überlegt, da mache ich nur so einen Läufer. Oh! Wie man das so kennt. Ich befürchte gerade, dass da... Boah, da müssen wir echt noch
Ah, ich hab sogar noch ein bisschen. 12 Stück. Mal sehen, ob das reicht. Oh, nee, das war Eisen. Da muss ich unbedingt auffüllen, aber mit dem Equip ist so blöd zu farmen. Ich muss jetzt ein bisschen sparen demnächst. Um mir neues Equip zu holen. Das ist ärgerlich, aber gut. Ich weiß gar nicht, mache ich es hier so voll und dann ab hier nur noch so. Okay, das war's. Aber ich will das mal eben vorne fertig machen, hier diese Ecke wenigstens. Gucken, wie es am besten aussieht. Also hier ist dann Stopp. Das auf jeden Fall. So. Hier geht's dann. Also hier ist 3, wobei finde ich so noch besser sogar. Mann! Und da dann nur noch so 2 in dem Gang. Halt wie so ein Läufer. Ja, sieht doch gut aus. Aber wir machen es direkt fertig. Das heißt Home. Portal. Diese blöde Farmwelt da, ne? Boah. Ich war sowas von angefressen danach. Man musste erstmal. Ach komm runter. Ach komm runter. Ist doch egal. Nur ein Spiel. Du hast die ersten Gäste im Hotel. Freu dich über das Positive. Und ja. So muss man eben rangehen, wenn man merkt, dass einen etwas extrem stört, was aber eigentlich nichtig ist. Also es stört zwar mich immer noch, weil es war ein schönes Equipment, wo ich viel investiert habe. Und auch lange, vor allem weil ich ja erst das Schwert gekauft hatte. Für 800, ich weiß gar nicht. Es hatte jetzt irgendwie. Was hatte das denn eigentlich noch genau? Weiß ich schon gar nicht mehr. So kurz hatte ich es nur. Ich habe es noch runtergehandelt von 1000 auf. Ja, du auch. Auf 800, weil es eben keine Haltbarkeit hatte und deswegen konnte ich da noch ein bisschen was rausschlagen. War ja nicht gerade noch eins? Boah, das hat sich aber ganz schnell verpisst. Komm her. Ups. So, ihr seid dran. Ich brauche auch Fleisch für mich. Ey, nimm die Wolle mit. So. Weiß ich gar nicht, wie viel gibt denn das hier? Schön, dass das alles in einem Slot geht hier. Brauche ich keine Workbench machen. 21, ich weiß nicht, ob es reicht, könnte knapp werden, deswegen nehme ich noch mal ein bisschen was mit. Bam. Vor allem, ich hätte gar nicht auf die Farmwelt gehen brauchen, glaube ich. Weil ich habe bestimmt noch Farbe zu Hause. Zu Hause. So. Jetzt steht da unten leider immer unbekannte Welt. Das ist wegen der Minimap da oben. Aber ich finde es auch so ganz cool, dass die mir anzeigt, wo die Spieler sind. Von daher finde ich es nicht schlecht. Dann brauche ich auch nicht immer gucken, wenn ich hier bei mir im Haus Geräusche höre, wer das gerade ist. Oh, einer, dein Ernst? Da braucht man ja mindestens 2 Wolle. Kriegt man aber auch dafür 3 Teppiche aus. So. Mensch, das wird immer schicker. Ich muss hier einen neuen Screen machen fürs Forum. Ja, warte mal. Mach ich mal direkt. So, direkt mit Ladibane, da ist dann eben mit drauf. Kannst du dich jetzt freuen, dass du im Forum immer auf diesem Bild mit deinem Namen stehst. So. Die weiße Wolle geht. Na. Immer. Ey, das war, glaube ich, früher mal hier die weiße Wolle. Deswegen.
So. Das sortieren wir erstmal aus, oder? Ich überlege gerade, könnte ich mir noch... Ich habe das letzte Mal extra die Teile geholt für die Küche. Das machen wir noch direkt. Da muss ich auch nochmal Deko reinsetzen. Das soll irgendwie... Ich mache da irgendeinen Kopf. Muss ich mir noch irgendwo einen Kopf besorgen. Ich habe hier unten einen schönen Schildkröten-Dude, der aufpasst an der Rezeption. So. Hä? Ach, war das hier andersrum? Ey, manchmal denke ich, ich spiele das zum ersten Mal. So, das ist meine Küche. Aber was hatte ich hier drin? Das weiß ich jetzt gar nicht. Die Workbench ist da. Wobei man an die ja auch fast kaum rankommt. Ach komm, wir sind doch eh in der Küche, da machen wir hier das Zeug mal rein. Oh, was wollte ich dahin machen? Weiß das noch einer von dem Part? Schreibt's in die Kommentare. Ich weiß gerade nicht. Oder hatte ich da einfach nur keine Steine mehr? Ja, geht ja gar nicht. Oh. Ich lasse erstmal so, damit es nicht blöd aussieht. Ich meine, sieht auch blöd aus, aber die Lücke sieht blöder aus. Krass, wie das hier oben aussieht. Die ist schon cool, die Minimap. Aber noch cooler wäre es, wenn ich noch Zoom trotzdem hätte. So, ab in den Keller. Ich habe auch schon eine Menge Fleisch gefarmt. Allerdings warte ich da momentan mit. Da oben. Das Hammelfleisch, das verspeise ich momentan. Wie, der ist leer. Ich habe doch letzte Mal aufgefüllt. Ach, das ist schon gebraten. So. Dann gucken wir, wo noch leer ist. Die werden leer. Dann geht's nochmal kurz an meinen kleinen Lavasee, wo ich hoffe, dass ich den bis zum nächsten Farmwelt-Reset leer krieg. Home Lava. Wobei, hier geht's schon weiter runter. Der war bis hier vorne voll. So viel habe ich schon verbraten an Lava. Krass. Hier ist aber jemand gewesen. Lass meinen See in Ruhe. Also ich habe so viele Seen gefunden. Ich nutze die immer direkt, mache mir da einen Punkt und brauche dann die Kohle nicht mehr benutzen. Ist natürlich nur möglich, wenn ihr VIP-Vorteil habt. Oder ihr habt halt eben nur ein Homepoint bei der Lava. Hier soll... Oh je. Hat jemand gewonnen? Oder ist es nur normales Gewitter? Also ein Warp wird es auf jeden Fall auch noch geben hierhin, aber die kosten momentan am Tag 100 Deinmark und das ist ein bisschen heftig für mich noch. So, und der da. Der da. Wolle kommt zurück. So, bitte. Braune Wolle. Weißer Teppich da oben. Rot passt eigentlich da, genau. Grünzeug. Holzfalltür. Ich habe gerade Holzfällertür gelesen. Die Teile muss ich mir auch nochmal anschauen, wie die genau funktionieren. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich hätte gerne noch so Shop und Hotel bei mir draußen dran stehen. Weiß aber absolut nicht, wie es geht. Ich habe das schon mal nachgeguckt, aber so richtig konzentriert dran gesetzt habe ich mich da noch nicht. Überleg gerade, eigentlich habe ich gar keine richtige Fläche dafür. Aber man kann die ja, glaube ich, auch hinstellen, ne? Dann könnte man die hier unten hinmachen. Da und hier. Links und rechts vom Eingang. Da.
Shop und hier Hotel, weil Hotel hat einen Buchstabe mehr. SHOP würde eigentlich schon passen. Oh, wie macht man die? Da ist mein Schlüssel. Ja, es muss die erstmal checken, ob ich die Truhe abgeschlossen habe. Weil wenn die Leute dann kommen, dann sage ich immer ja. Komm zu mir oder ich TP die hier an die Rezeption und dann kläre ich mit denen alles wie lange. Und erkläre nochmal die Regeln, also dass ich ihnen, dass es bis am 7. Tag 24 Uhr muss alles raus sein aus dem Zimmer, sonst ist es eben weg. Oder ich lagere es erstmal zwischen. Und dann muss ich nicht immer runter in den Keller den Schlüssel holen. Und jetzt mit diesem Zwischenlagern habe ich gerade die Idee. Ja, doch hier noch so eine Lücke. Ach nee, da ist ja da die Schaufensterpuppe drin. Nee, dann lassen wir es. Dann muss ich unten in meinem Lagerbereich noch eine Sektion machen für Hotelgäste. Vielleicht einfach hier. Dass man hier drei Kisten nach oben, drei Kisten, also welches Zimmer, welcher Gast da drin war. Und dann muss ich mal schauen, ob es irgendwo eine Regelung gab, ab wann ich die Sachen dann einziehen darf, komplett. Weil es kann ja mal jemand sein, ich bin da ja auch nicht so, ich kann das auch von mir aus monatelang speichern, aber bis es dann, denke ich mal, vom Platz her nicht mehr geht, dann würde ich es auch rausnehmen. Aber es kann ja immer was dazwischen kommen, ne? Er konnte es nicht rausräumen, lag im Krankenhaus oder ist im Urlaub, hat das vergessen. Da bin ich ja nicht so. Aber die Zimmer will ich dann auf jeden Fall ab dem Punkt, wo nicht mehr gebucht war, frei haben für die nächsten. Deswegen wird dann alles erstmal unten zwischengelagert. Und da muss man eben klären, warum das nicht rausgeholt wurde. Da gibt es ja aber diverse Möglichkeiten. Jedenfalls an der Stelle, ouch. Machen wir mal einen Cut. Stell mich mal hier so hin. Bedanke mich fürs Einschalten. Bewerten nicht vergessen. Und hau darin bis dahin. Tschüss.